Wann hattest du das letzte Mal so eine Serie? Ja, ist schon Zeit her. In der ersten Liga noch nie. Aber nichtsdestotrotz, man kann es oft selber auch nicht so realisieren, aber man freut sich halt einfach für Glücksgefühle. Das ist natürlich schön und natürlich auch für die Fans heute so ein geiles Erlebnis, 4-0 auch. Die werden ja auch nicht immer verwöhnt bei uns. Und das war toll dann. Ihr steht jetzt ziemlich gut da nach 15 Spieltagen, habt bereits 18 Punkte gesammelt. War da mit zu rechnen? Ja, ich denke, wenn man die Woche vorher jemand gesagt hätte, dass wir 7 Punkte holen, haben wahrscheinlich viele nicht gedacht. Aber wir haben das heute auch wieder richtig gut gemacht über 90 Minuten. Es war natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore und auch gelb-rote Karte. Und das hat einfach auch gut uns in die Karten gespielt und haben es auch dann konzentriert runtergespielt. Ihr habt jetzt 1-1 gegen Dortmund gespielt, gegen den deutschen Meister immerhin und den jetzt den Tabellenfünften 4-0 hier aus dem Stadion geschossen. Ist es dann nicht tief gestapelt zu sagen, erstmal muss die Null stehen, ihr seid offensichtlich in der Lage auch Tore zu schießen? Ja, aber jedes Spiel ist natürlich anders. Keiner wusste im Vorfeld, dass wir heute mit 4-0 gewinnen würde. Von daher, wir haben natürlich einfach, das sind unsere Prinzipien, weil wir haben natürlich auch einige Spiele gehabt, wo die Null nicht stand und wo wir einfach den Chance einfach so weggegeben haben, die Gegner oder vielleicht einfacher gemacht haben, bestimmte Spielzüge. Aber das haben wir heute natürlich viel besser gemacht. Und gegen Dortmund, ich meine, nicht jeder spielt da, nicht jeder holt da einen Punkt in Dortmund. Und das hat natürlich auch ein bestimmtes Selbstvertrauen gegeben. Und von daher, dass wir heute natürlich auch ganz anders aufgelaufen sind. Ich glaube, mit deinem Tor bist du endgültig angekommen, oder? Gott sei Dank, ich habe es gerade oben noch mal gesagt. Ich bin überglücklich, dass es heute so auch dann mit dem Tor geklappt hat. Und für mich persönlich ein wunderschöner Tag und wirklich ganz, ganz wichtig auch. Es gibt so Tage, da hat man das schon morgens im Urin. Wie war das bei dir? Hast du das gefühlt oder war das einfach nur ein glücklicher Moment? Nee, einfach nur ein glücklicher Moment, weil es passte natürlich so wie die Faust aufs Auge. Ich habe heute Morgen noch eine Nachricht aus Augsburg gekriegt von einem ehemaligen Mitspieler. Wer war's? Tobi Werner, der schrieb, es wird langsam mal Zeit für dich für ein Tor. Ne? Hast lange nicht mehr gejubelt und da habe ich noch geschrieben, ich glaube, ich bin im Moment so weit weg von einem Tor wie Rostock von Augsburg. Also ich muss mal gucken, ob er sich schon gemeldet hat. So hart war es ja jetzt nicht. Wir haben ja an sich haben wir richtig gut verschoben, gespielt, uns freigelaufen und dadurch, dass wir ja in Überzahl waren, konnten wir die wir auch gut nutzen konnten, war es jetzt nicht so anstrengend wie andere Spiele. Bei mir, das unterschätzt man schnell. Ich glaube, ich sehe auch nicht so schnell aus, wenn man mich sieht, aber wenn ich dann auf meine Geschwindigkeit komme, durch meine Schrittlänge, habe ich schon ordentlich Speed drauf und gut, ich kann dann meinen Körper auch mal davor stellen und dann setze ich mich dann dadurch. Und dass es im Moment so gut klappt, ist natürlich schön. Ne? Jetzt geht's nächste Woche ins Frankenland. Für dich fast ein Heimspiel, ein besonderes Match? Ja, schon ein bisschen, weil für mich Nürnberg war immer so der Verein, der auch in meiner Umgebung den meisten Fanzuspruch hat. Und gegen den dann mal zu spielen und ja, vielleicht mal, dann kann ich ja ein paar rekrutieren, dass sie dann Düsseldorf-Fans sind in unserer Gegend. Ja, vielen Dank. Gerne. Ciao. So in dem Schnitt kann es gerne weitergehen, ja. Aber so, solche Serie musst du dann immer mal haben, wenn du davor eine längere Zeit eine Durchstrecke hattest. Die hatten wir und ich denke 18 Punkte, das lässt sich ganz gut an. Wir haben jetzt noch 2 Spiele, da wollen wir natürlich maximal auch noch punkten. Und dann schauen wir mal, was wir dann zum Winter machen. Jeder ist für den anderen da, das sieht man auch auf dem Platz. Wenn der eine einen Fehler macht, dann sind die anderen 10 sofort da, um es auszubügeln. Und ich glaube, das ist das Geheimnis der gesamten Mannschaft. Wenn es ein Geheimnis ist, ich meine, man sieht es ja. Jetzt hast du es ausgeplaudert. Alles ja. Geil. Herzlichen Dank.